So, willkommen zu der ersten Folge Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ja, wir spielen heute gemeinsam eine Runde und zwar hier natürlich in der Beta, die ist ja gestern erschienen. Und ich will noch gar nicht groß über die Beta urteilen. Ich habe sie zwar schon ein bisschen gespielt, wie man hier unschwer an meinem Level erkennen kann. Level 45. Ja, ich habe ein bisschen viel gespielt. Na gut, ich bin eben großer Fan von Garden Warfare. Ja, und wir spielen heute den Colonel Mais. Mr. Maisig. Den finde ich richtig nice. Mais ist der nice Scheiß. Da hole ich direkt einen weg. Und hol den Wicht noch hinterher. Der Wicht ist extrem unfair. So viel kann ich schon mal jetzt verraten. Also mich regt der Wicht wahnsinnig auf. Vogel, 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 Vogel. Irgendwo ist ein Vogel. Komm schon, töte den Vogel. Auch was mich ein bisschen stört hier. Aber es ist wie gesagt nur die Beta. Man sieht nicht, ob man den Vogel Schaden macht oder nicht, wie bei der Drohne. Ist auch ein bisschen störend. Weil keine Ahnung, ob ich ihn treffe oder nicht. Und der Vogel hält mehr aus als eine Drohne. Und der Vogel hat mich weggeholt. Ja, der Vogel ist verdammt gut und hatte noch 100%. Ich habe ihn nicht einmal getroffen. Also die ganzen Anzeigen sind noch nicht so hübsch. Ich denke mal, es könnte sich alles noch in der fertigen Version ändern. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten macht es extrem viel Laune. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze wird, wenn mehr Content drin ist. Ah, Mist, jetzt mache ich hier meine Fähigkeit. Der war schon tot. Der Kunde war schon tot. Aber der Mais, der ist wirklich verdammt gut. Also der Mais gefällt mir sehr gut. Was ich auch ziemlich geil finde, die neuen Charaktere, die wirken nicht so stark. Also die sind jetzt nicht irgendwie unbedingt mega OP und jeder spielt nur noch die neuen Varianten. Auch die alten Varianten hauen immer noch derbe gut rein. Und auch von den alten Varianten, die neuen Varianten, also von den alten Klassen, die neuen Varianten sind extrem gut. Bams! Da habe ich ihn pulverisiert. Mais! Hey, der Pirat, der Pirat! Boah, geht der in die Luft. Haut er mich hier noch weg? Schon wieder der hier? Der Pirat hat es irgendwie auf mich abgesehen. Und wir verlieren gerade den Garten, Freunde. Es macht wirklich Laune. Grafisch, ich mochte den alten Look ein bisschen mehr. Das hier wirkt alles so ein bisschen nach Spielzeug. Als würde man hier so Plastiksoldaten spielen. Das ist zwar auch ziemlich cool, aber wie gesagt, ich mochte den alten Look ein bisschen mehr. Aber vielleicht muss man sich erst so ein bisschen daran gewöhnen. Eine Vorlage. Es gibt auch eine riesige Vorlage. Die gibt leider nicht mehr Punkte, aber dein Ego wird befriedigt. Du weißt, du hast die ganze Arbeit gemacht und jemand anderes hat dir den Kill weggeschnappt. Auch nett, oder? Na, Mist. Egal, ich habe ihn trotzdem weggeholt. Darum geht's. Oh, der Wissenschaftler ist so extrem gut unterwegs. Schön. 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 Warte. Hier fliegt ein Vogel rum. Das könnte heißen, dass hier irgendwo... Alles klar. Den hau ich noch raus. Und da hat mich der Neue mit dem Sonar weggeholt, oder? Nee, der hier. Hat er mich noch gekillt? War schön hier am Pennen und ich dachte, ich könnte mir den noch holen. Aber da hat er mich weggeholt. Auch hier, wir haben noch einige Probleme mit der Grafik. Ab und zu flackern die Schatten oder andere Lichteffekte. Alles eine Beta, ja? Also das Ganze wird wahrscheinlich noch alles behoben. Macht euch da mal keine Panik. Noch haben wir hier kein fertiges Spiel. Weil ich habe gestern ein bisschen Garden Warfare 2 gestreamt. Deswegen bin ich auch so gelevelt. Hab direkt hier einen Stream angeworfen. Und da haben einige Leute geschrieben, ja, ich habe das Problem auch. Also es liegt nicht wieder an mir, weil die Leute immer sagen, ja, deine Hardware ist eben der letzte Shit-Keys. Schon wieder der hier. Kauf dir mal bessere Scheiße. Die Spiele sind perfekt, das liegt alles an dir. Nein, das ist ein allgemeines Problem. Und schön. Gerettet. Ah, wir gehen mal... Ich will den Wicht. I want kill this Wicht.
Ey! Oh, hab ich noch bekommen. Ab und zu sind die Kills auch so ein bisschen verzögert. Der Zombie fällt irgendwie erst nicht um und die Anzeige ist nicht da und du weißt gar nicht, was los ist. Also hier und da gibt es noch diverse Bugs, aber wenn wir uns zurückerinnern an den ersten Teil, der war ja eigentlich relativ bugfrei. Hier, der Computermeister hier, der Hacker, der ist richtig OP. Also wenn der reinhaut, dann haut er rein. Ist auch legendär, habe ich gesehen. Kann man schon spielen, ohne irgendein Päckchen zu öffnen. Die Charaktere werden auch so ein bisschen durchgemischt. Seit heute Morgen gibt es jetzt auch den Wicht aus Mass Effect. Oder vielmehr die Anlehnung von Mass Effect. Boah, wir halten das hier richtig gut. Da drüben rennt er rum. Der Z7. No, 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 no. Warum habe ich hier keine Vorlage bekommen? Ich war doch volle Kanne involviert. Ja, hier, der Mann mit dem Sonar. Die Sonarkanone, mega geil. Mega geil. Habe ich schon gespielt bei den Entwicklern und habe gesagt, ja, mach den mal ein bisschen schwächer, weil der ist wirklich wow. Neues Limit von gut. Auch wenn ich ihn hier gerade weghole. Aber ich habe den selbst gespielt und instant irgendwie eine 12er Serie und 30 Kills beim ersten Mal spielen. Da habe ich mir schon gedacht, wow. Also wenn ich mich mit dem ein bisschen einzock, ein Biest, ein absolutes Biest. Ein Päckchen Mais brauchen wir hier. Was ist denn mit dem hier? Steht nur rum. Ach, der wiederbelebt. Der Typ wiederbelebt. Aber Daddy Keys regelt. Also man sieht, dieser Comic-Look aus dem ersten Teil, der ist so ein bisschen weg. Das Ganze wirkt so ein bisschen in meinen Augen wie Spielzeug. Ja, es hat irgendwie so ein Spielzeug-Touch. Okay, wir sind hier schon unter einer Minute. Na, ah, nochmal ein Päckchen Mais hier hin. No, 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 no. Bams. Wow, 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 wow. Oh, sehr gut. Riesenvorlage, genau das meine ich. Und ich bekomme einen Ziegenabschuss. Davon habe ich aber nichts. Und ich bin tot. Schon wieder der hier, 05. Es gibt immer einen Typen, der mich volle Kanne abzieht. Ich weiß nicht warum. Es ist immer dasselbe Problem. Das alte Lied. Ein Typ, der mir voll auf die Fresse gibt. Oh, die Musik ist super, oder? Die Karte besonders geil. Ägypten, Steinzeit, das alte Rom. Zeitreise eben. Und Merch. Niedlich, absolut niedlich. Was mir auch noch so ein bisschen fehlt, Objekte, die man kaputt machen kann. Vielleicht bekommen wir das ja noch, weil hier die ganzen Sachen... Die gehen nicht mehr kaputt. Und in Garden Warfare 1 ging ja alles noch so ein bisschen kaputt. Da hat ja alles noch gebröckelt und gebröselt. Rasenmäher oder Campingausrüstung konnte man komplett zerlegen. Das ist hier jetzt leider nicht mehr dabei. Achtung, Minen. Okay, der Mais funktioniert nur im Freien. Es muss schon ein wenig Licht für Mais da sein. Au, au. Och nee, wieder so nah. Boah, so nah, da fliege ich weg. So Nahschuss. Er ist mies. Wir hatten hier schon wieder eingenommen. Leute, ich glaube, ich gehe direkt hier in die Defense. Okay, okay. Vorlage. Die Welt braucht Vorlagen. Komm schon. Schön. Ach ja, wenn man hier High Level ist, das bringt eigentlich keinen wirklichen Vorteil, nur weil ich jetzt hier schon vom Level relativ hoch bin. Aber auf jeden Fall sollte man die Challenges machen, denn, Moment, die sieht man hier an der Seite. Denn dadurch bekommt man Münzen
Ja, also keine Sterne oder Level mehr, sondern Münzen. Auch keine gigantischen Mengen unbedingt. 2000 für die relativ simplen Aufgaben. Für etwas anspruchsvollere gibt es mehr. 25.000 hatte ich jetzt auch schon. Aber, was ich sagen will, man bekommt Lollis. Und mit diesen Lollis bekommt ihr dann Multiplikator. Ab 5 Lollis geht es, glaube ich, auf 1,25, was ich jetzt hier habe. Bei 10 Lollis... Oh, ich hasse den Typen. Alter! So nah! Ich sag's ja! Nerft ihn bitte! Bitte jetzt schon schwächer machen. Der ist einfach zu krass. Der ist so ein bisschen wie die Megakanone. Nur eben mit 2 Schuss und Flächenschaden hoch 10. Weil wenn du in dem Radius, das so nah pegelst, stehst, ja, bekommst du Schaden. Das ist schon ganz schön mies. Vorlage. Ja, diese Lollis sind halt wichtig. Ab 10 Lollis 1,5 und dann so weiter und so weiter. Bis irgendwann, glaube ich, doppelt oder 2,5 mal. Irgend sowas in die Richtung ist Maximum. Und diese Aufgaben werden dann immer wieder erneuert, so wie Daily Quests. Und die könnt ihr dann im Garten, im Hauptgarten mitnehmen. Ist ganz cool. Die Fähigkeit ist auch richtig stark. Lalalala, lalalala. Ey, 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 Captain Superhero. Bam! Oh nein, der Wicht! Rah! Geht da nochmal rein. Oh, ich habe keine Munition. Ja! Noch einen geholt. Und da bin ich tot. Was hat mich getötet? So nah? Natürlich. Natürlich. Das ist keine Kunst, Leute. Das ist keine Kunst. Oh, ist der Pirat tot? Der Pirat ist tot und ich bin auch tot, so nah. So mies, so verdammt mies. Aber vielleicht ist hier schon die erste Runde gleich vorbei. Eine halbe Minute und irgendwie die Zombies sind zu sehr mit Camping beschäftigt. Heißer Mais! Alles raus, alles raus, alles raus! Go Mais! Destroyed! Oh, 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 was ist hier los? Was ist hier los? Die haben das gewonnen! Die haben das wirklich noch gewonnen. Da bin ich einmal tot. Da ist der Captain einmal umgefallen. Und da reißen die noch eine Runde. Ey, ich will den Sonar-Typen endlich töten. Fuck you, Mr. Sonar. Ey, komm schon. Komm schon. 53 hatte der noch. Jetzt sind wir hier in China oder Japan. Wahrscheinlich China. Ja, mit der Mauer und so, auf jeden Fall China. Ja, auf jeden Fall. Klar. Die Zombies sind die Mongolen. Genghis Khan. Oh, Hühner. Kann man Hühner töten? Kommt schon. Ich will Hühner töten. Lasst mich wenigstens ein paar Hühner töten. Wo geht was? Wo geht was? Wo geht was? Ich höre einen Wicht. Ich sehe einen Gegner. Alles klar. Und das war ein Sonar, oder? War das ein Sonar? Nee, kein Sonar. Z8. Rächer. Ey, die nehmen schon ein. Leute, die nehmen schon ein. Und ich höre schon wieder den Sonar-Heini. Wo bist du? Mr. Sonar, wo bist du? Wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Keine Ahnung, aber... Ist er hier vorne? Nee. Ich defende!
Der kleine Scheißer ist noch am Leben. Gut, eine Vorlage. Ah! Haftkugel. Oh nein, die haben den Beine eingenommen. Da gewinne ich keinen Blumentopf heute. Nee, nee, nee. Autsch, autsch, autsch. Da ist wieder ein Vogel am Start. Heile mich! Shit! Oh Gott, ein Wicht hat uns alle weggeholt. Echt jetzt? Hat er es wirklich so hart gerissen? Oh, die Vampir-Sonnenblume. So geil, wenn die hier ins Spiel spawnt. Der Sound dabei. Hammer. Hammer. Yeah, baby. Yeah, baby, yeah. Ich will den kleinen Wicht. Wicht. What the fuck? Die Fäuste. Die Fäuste. Jetzt sind wir hier im antiken Rom, oder? Rom? Ja, Kolosseum. Rom. Also die Karte hier gefällt mir gut, weil mir gefallen die ganzen Epochen, die man hier durchlebt. Das finde ich irgendwie nett. Das finde ich richtig nice. Und die Karte ist auch richtig groß, also... Boah! Hat der uns gegeben? Raketenbahn. Da liege ich. Es gibt auch keine so richtige Anzeige und alles noch. Das fehlt auch teilweise. Ab und zu sieht man sie, ab und zu sieht man sie nicht. Also man merkt schon, die ganzen Anzeigen, die fehlen noch so ein bisschen. Da wird noch dran gewerkelt. Oh, die kommen schon. Apekel Mais. Halte durch! Halte durch! Ich belebe dich, mein Freund. Beleben gibt gute Erfahrungspunkte. Können wir es halten? Oi, 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 oi. Okay, der wurde schon zerlegt. Gut gemacht. Ah, shit. Die Raketen sind übel. Der Wicht ist allgemein ziemlich übel. Und sie nehmen ein. Leute, guck mal, hier drüben ist ein kleiner Wicht. Haut ihn weg. Noch immer so schwierig zu treffen. Ah, ein Päckchen Mais geht noch. Go Mais, räche mich. Schon wieder hier. Wenn erstmal die ganzen Mechs am Start sind, wird das eine ganz, ganz bittere Angelegenheit. Bin beinahe hier wieder Level Up mit meinem geliebten Colonel. Oh. Schon wieder ein Wicht. Oh, so nah, Heini. Yes. Endlich. 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 Der Pirat ist auch richtig gut. Der macht Laune. Das ist eine sehr, sehr coole Variante. Oder Klasse. Ich sag immer Variante. Klasse. Yes! Wiedergeholt hier.
Da level ich nochmal. Ganz elegant. Ah. Oh. Habe ich aber gut getroffen. Leute, 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 Leute. Oh, shit. Päckchen Mais. Schön, 5er Serie. Endlich mal hier ein bisschen Action. Kommt schon, Leute, wir schaffen das, wir schaffen das. Ah! Yes, yes, yes. Gewonnen. Yes. Das war eine schöne Runde. Hui, wir haben es wirklich noch hinbekommen und wir bekommen kräftig Münzen. 17.000, glatt 17.000. Und wir stehen sogar ganz vorne. Okay. Beste Spieler. Da stehe ich. Keystraw. Auch diese Belohnung oder Anzeigen da unten, 28 Kills, wow, ich war ja richtig gut dabei. Diese Anzeigen da unten, wie zum Beispiel jetzt hier, meiste Kills, meiste Wiederbelebung, meisten Heilungen, höchste Serie und so weiter und so fort. Die sind auch noch ein bisschen verbuggt, also man merkt es, es ist eine Beta, aber es macht Spaß und ich bin gespannt, wie das fertige Spiel wird. Ihr könnt das Ganze jetzt bewerten, wenn ihr mehr sehen wollt von Plants vs. Zombies. Und wenn ihr hier so ein cooles Pack-Opening sehen wollt, dann schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video eine Bewertung. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zusehen und tschüss!